Hallo allerseits, hier sind die Mantiker und bevor ich in irgendeiner Weise starte, schaue ich erst einmal, ob wir live sind. Das hat ja inzwischen Routine entwickelt. Ja, wir sind live und heute am Freitag zu einem späteren Termin als sonst. Wir hatten hier heute einen echt stressigen Tag, kurz nach Vollmond. Das Geschäft zieht wieder an und wir haben einfach gerade echt viel zu tun. Falls jemand da draußen schon ist, ja, ich sehe schon die ersten Augen, dann gebt doch ein Lebenszeichen von euch. Wir haben heute ein sehr spannendes Thema. Ich bin sehr gespannt, was wir über dieses Thema denken und was ihr über dieses Thema denkt. Aber bevor wir zum Thema kommen, möchte ich gerne meinen Mann vorstellen, Roé, 50% der Mantiker. Ja, und ich freue mich, dass ich heute wieder dabei bin mit meiner charmanten Gattin, die das Internet hier ins Haus reingelassen hat und die Tür abgeschlossen hat. Es kommt gar nicht mehr raus. Ich freue mich ganz toll, dass das heute wieder alles wunderbar geklappt hat, mit leichten Nervositätsgefühlen bis 10 Sekunden vor Start. Aber wir sind da, wir sind live. Ich freue mich. Und worum geht's denn heute überhaupt, Kirsten? Was haben wir denn heute am Zettel? Ja, wir haben uns heute ein interessantes Thema vorgenommen, nämlich Aussagen über Dritte, anwesende Dritte sogar in einer Kartenberatung. Und bevor wir irgendwelche anderen Menschen zitieren oder uns über bestimmte Dinge Gedanken machen, würde ich doch echt gerne deine Meinung zu diesem Thema wissen. Musst du erst kurz fragen, über anwesende oder nicht anwesende Dritte? Nicht anwesende. Nicht anwesende Dritte. Nicht anwesende Dritte. Ich mache da ein bisschen. Nicht anwesende Dritte. Ja, also das sind ja die Personen, die, über die dann gesprochen wird in der Beratung. Ne? Wenn man dann so ganz gern wissen will, liebt er mich noch oder liebt er mich nicht mehr? Oder na, das sind dann die berühmten Fragen. Und was denkt er über mich? Geht es um dieses Thema? Genau. Ja. Die sich schon länger mit Beratungen und mit Kartenthemen durch ihr Leben schlagen, die wissen das, die kennen das, dass immer mal wieder das Thema auftaucht. Na, wie ist es denn noch mit der Person, die da mitmacht? Wie geht denn das da überhaupt? Liebt er mich noch? Ist er mir noch treu? Hast du nicht gesehen? So. Und das wird bei mir immer ein bisschen abgeblockt, denn ich finde das nicht so toll. Und ich kann das vielleicht mit einem Erlebnis erzählen, das ich mal hatte. Ich hatte eine telefonische Anfrage nach einer Beratung und dann habe ich gefragt, ja, worum geht's denn? Und dann war eine Klientin, die fragte, ob sie von mir die Beratung bekommt, was denn in den Tagebüchern des minderjährigen Kindes steht. Und ich habe gesagt, ja, das kann man natürlich gerne tun, mit der einzigen Voraussetzung, wenn das Kind zu mir auch kommen darf und fragen darf, was denn in den Tagebüchern der Mutter steht. Ja, so auf quid pro quo. Die Mutter hat, nachdem ich ausgesprochen habe, das Gespräch beendet und aufgelegt. Tja, eine skorpionische Lösung, mein Lieber. Und das ist das, was mir eigentlich so wichtig ist. Nicht anwesende Dritte sind nicht tabu. Aber ich möchte nicht da beginnen, irgendetwas zu fabulieren, irgendetwas herzuholen, was nicht ethisch ist und was nicht stimmig ist. Und das, da blocke ich ab. Und ich versuche dann immer, die Klientin umzupolen und die Fragestellung zu verändern, dass man nicht geht, ja, liebt er mich noch, sondern vielleicht, was kann denn ich tun, damit ich wieder liebenswert werde? Und ich glaube, dort ist ohne Glaube, ich bin sicher, das ist mein Credo und da stehe ich dazu. Ja, ich sehe das ähnlich wie du. Es gibt ja in der Kartenlegerszene auch die Aussage, dass man auf gar keinen Fall über dritte Personen Aussagen treffen soll. Aber ich würde sagen, ja, ich sehe das auf jeden Fall anders. Auf jeden Fall, was nicht geht, sind Fragen wie,
du sie gerade genannt hast, oder auch die berühmte Frage, betrügt er mich mit einer anderen oder sonst etwas, ist echt etwas, was ich nicht beantworte. Ich sage dann immer, dass es Sinn macht, vielleicht die Person einfach persönlich zu fragen. A, was fühlt er? B, was macht er denn, wenn er sagt, er ist im Büro oder sonst etwas? Man kann ja auch Menschen über etwas fragen und muss nicht, muss deswegen nicht die Karten bemühen. Für mich ist es auch ein echtes No-Go. Damit mache ich mich jetzt vielleicht unbeliebt, sich das Handy des Partners zu schnappen und die Simsen durchzulesen oder die WhatsApp-Chats. Da komme ich überhaupt nicht klar. Ich finde das ganz schrecklich. Und für mich ist das schlimmer, als wenn der Partner tatsächlich jemanden betrügt, weil das ist für mich ist einfach gar nicht. Ja, und deswegen, dasselbe ist es eigentlich, wenn wir bestimmte Fragen über Dritte beantworten wollen mit den Karten, da machen wir nämlich eigentlich nichts anderes als das Handy durchwühlen. So, ja. Das ist ein Bild, was ich dafür habe. Ja, aber es gibt andere Fragestellungen, wo man durchaus Dritte einfach mit einbezieht. Ich hatte neulich eine Diskussion auf der Fanpage vom Tarot e.V., wo ich das auch gesagt habe, wenn ich zum Beispiel wissen will, wie mein Antrag auf Soforthilfe aufgenommen wird von der Sachbearbeiterin, dann kann ich mir dazu die Karten legen, ne? Und dann lege ich auf die Sachbearbeiterin, ob sie vorhat, da ein positives oder ein negatives. Was ist denn rausgekommen? War sie denn dir wohlgesonnen oder... Ja, das werde ich. Laut Karte sollte es funktionieren. Da denke ich ja auch über eine dritte Person nach, aber ich tue es in einem professionellen Kontext. Genauso gibt es viele Menschen, ich gehöre dazu, die sich auf ein schwieriges Gespräch, ob es ein Bewerbungsgespräch ist oder ein Konfliktgespräch, vorbereiten, indem sie eine Karte dazu ziehen, was sie von der anderen Person zu erwarten haben und wie sie sich darauf einstellen können und vorbereiten, um gut durch dieses Gespräch zu kommen. Und das finde ich persönlich vollkommen in Ordnung. Dafür ziehe ich gerne Karten. Das ist ja etwas anderes. Da gehe ich ja nicht rein und versuche, für mich einen Vorteil rauszuholen. Ich bleibe jetzt bei dem Beispiel des Antrags, ne? Das ist ein völlig legitimer Vorgang, der rechtlich abgesichert ist. Aber wenn ich hergehe und sage, ja, also betrügt er mich jetzt und ich habe das Handy schon gecheckt und da habe ich 5 Bilder gesehen und jetzt möchte ich es wissen. Ja, da soll ich wirklich, da bin ich wirklich bei dir, da soll ich hergehen und am besten sagen, pass mal auf, wie steht es um unsere Beziehung, und zwar nicht den Berater oder die Beraterin, sondern den Partner. Und da dann herzugehen und sagen, pass mal auf, ich war jetzt zu frech, ich hatte konnte nicht mehr schlafen, ich habe dein Handy gekrackt, ich habe es da drauf geguckt und jetzt möchte ich von dir wissen, stimmt das oder nicht? Und dann kann der Partner sich dahingehend entscheiden, wie er antwortet. Ja, also aus unserer beider Sicht würde ich sagen, da sind wir einmal wirklich einer Meinung, passiert ja selten. Fragen über Dritte sind vollkommen legitim, aber sie müssen mit einer gewissen Ethik zusammenhängen. Es geht nicht darum, jemanden auszuspionieren oder in den Tagen, auch ein schönes Bild, einer anderen Person herumzuwühlen. Da, wenn man da was wissen will, sucht man doch bitte den persönlichen Kontakt zu der Person. Sag mal, haben wir da nicht irgendwas im Ehrenkodex auch? Ja, ganz genau. Da wollte ich gerade drauf hinaus. Also, als wir uns über dieses Thema Gedanken gemacht haben, habe ich natürlich ein bisschen Angst gehabt, breche ich denn mit meiner Haltung den Ehrenkodex, den ich auch nicht täglich lese, muss ich gestehen. Ich als Vorsitzende sollte das natürlich tun. Aber das, glaube ich, müssen wir als Punkt an der nächsten Mitgliederversammlung gleich mal bringen. Kennt jeder den Ehrenkodex auswendig? Ich habe da mal was vorbereitet und gehe jetzt einfach mal kurz auf die Bildschirm, gebe meinen Bildschirm frei. Und wir sehen hier die Seite des Tarot e.V., tarotverband.de. Und da finden wir unter Verband hier unseren Ehrenkodex abgedruckt. Und da habe ich gleich mal die Stelle markiert, in der es um das Thema über Dritte geht. Ich lese das jetzt einfach mal vor.
unethische Fragestellungen und abwertende Aussagen, insbesondere über abwesende Dritte, lehne ich ab. Auch im Falle einer Erziehungsberatung werde ich die Intimsphäre des Kindes achten und gebührend respektieren. Ja, sehr schön. Das haben wir ganz genau so gemacht. Mir fällt jetzt gerade bei der Kinderberatung noch ein, wie gehst du denn damit um, Rui? Ich hatte schon öfter mal eine Mutter, die für ihr 16-, 17-, 18-jähriges Kind quasi ein Gespräch gesucht hat und das Kind kam dann auch und wollte sehr oft was über berufliche Themen, also wo soll ich mich hin orientieren, wissen. Haben wir uns das Horoskop zusammen angesehen und auch ein paar Karten gelegt. Und die Mutter wollte dann halt gerne dabei sein. Das Kind wollte das aber nicht unbedingt. Ja, wie reagierst du auf solch einen Fall? Ja, du kennst mich ja. Ich bin ja da skorpionisch. Ja. Ich achte und respektiere immer den Klienten, die Klientin. Und in dem Fall hat die Mutter da die schlechteren Karten. Dann muss sie wirklich das Feld räumen und gehen. Also das halte ich auch so, wenn Freundinnen zur Beratung kommen, so hihihihi, pass mal auf, dass wir gleich ein paar Spielregeln haben. Die Fragende darf entscheiden, wer mithört. Und wenn die nicht will, dass du dabei bist, dann musst du leider gehen. Ganz einfach. Und wenn man das, glaube ich, von vornherein mit einer gewissen ruhigen Strenge rüberbringt, dann ist das gleich gegessen. Und ja, es kommt immer wieder mal vor, dass Jugendliche ganz gern ihren Beruf wissen wollen. Und meistens ist es da dann ganz besser, wenn sie dann wirklich schon den ersten Schritt der Selbstständigkeit wagen und eben sagen, so, jetzt machen wir das mal ohne die führende Hand der Eltern. Ja, sehr gut. Dass Befragungen über Dritte tatsächlich auch durchaus möglich sind und angelegt sind im Kartenlegen. Das sieht man daran, dass es ja auch einige Legesysteme gibt, wo gerade die Position der andere drin enthalten ist. Ja, ich lege zum Beispiel sehr gerne die Siebener-Parabel, wo ich immer das Außen habe, was natürlich auch irgendwelche äußeren Einflüsse sein kann, aber sehr oft auch der Mensch in der Reaktion auf die Frage der Person. Und dann haben wir noch das berühmte Beziehungsspiel, das sehr gerne gelegt wird, indem ich auf einer Seite meine Gefühle, meine Gedanken, meine Maske habe und dann aber auch genau dieselben Positionen für den Partner. Wie gehst du mit so einer Legung um? Wie mit jeder allen anderen. Also für da ist ganz klar, das ist immer der Fokus darauf, wie steht der Partner zum Fragenden. Das ist meine Herangehensweise und ich bleibe da auch immer diesem Weg treu. Jetzt, wo du über diese Legesysteme gesprochen hast, das Gegenüber, das Außen, hast du auch im Legesystem der Hohen Priesterin. Ja, mit der verdeckten und mit der offenen oder hellen Seite, ne? Mit den beiden Säulen des Tempels Salomos. Also von daher gesehen sind wir ja da immer wieder, werden wir immer wieder damit konfrontiert, dass es ein Gegenüber gibt. Und ich glaube, wir als Berater sind hier ganz besonders angesprochen, diese Schwelle, diese oft auch ganz feine Schwelle nicht zu überschreiten, um da dann nicht abzugleiten in dem Punkt, wo dann der Fragende. Du bist gerade eingefroren. Du bist gerade eingefroren. Leider ist mein Mann gerade eingefroren. Ich weiß nicht, was los ist. Vielleicht muss er sich noch mal ausklinken und wieder neu reinkommen. Jedenfalls ist das heute ein etwas schwieriger Tag mit dem Internet. Rui, falls du mich hören kannst, vielleicht loggst du dich noch einmal neu ein. Während Rui versucht, hier noch einmal neu reinzukommen, schalte ich einen kurzen Werbeblock.
Ich wollte euch nochmal darauf aufmerksam machen, das kann ich ja jetzt gleich mal nachholen. Wo habe ich es denn? Der Ehrenkodex hier. Also lest euch mal den Ehrenkodex des Tarot e.V. durch und dann könnt ihr euch eure eigenen Gedanken dazu machen. Aber ich habe hier auch noch auf meinem Blog tarotwissen.de einen Artikel der Tarotschule Teil Nummer 8, in dem es um Tarot und Ethik geht. Und auch da wird dieses Thema behandelt. Und vielleicht, wenn ihr euch das noch einmal vertieft ansehen wollt, schaut doch da einfach mal vorbei. Ja, ich hoffe, dass mein Mann noch mal auftaucht. Das ist jetzt gerade etwas ungünstig, aber so ist es, wenn wir live unterwegs sind hier auf Facebook. Ich habe heute schon mein drittes Gespräch und es ist eigentlich bisher alles gut gelaufen. Falls es dann jetzt hier Probleme gibt, weiterhin kann ich auch fast zum Abschluss kommen. Wir haben eigentlich ziemlich alles zu dem Thema gesagt. Eine Sache wollte ich noch sagen. Wir haben jetzt eben gerade über die Legesysteme geredet. Roy hat ausgeführt, was er dazu meint, warum er meint, dass man diese Legesysteme durchführen kann. Ich denke auch, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Beziehungsspiel ziehe und habe da den mich als Fragende und ich ziehe dann auch noch Karten für den Partner, dann ziehe ich ja die Karten für den Partner und das, was beim Partner liegt, zeigt mir eigentlich viel mehr, was ich fühle, denke, meine, was der Partner fühlt, denkt und meint. Und das kann mir natürlich auch nochmal den Blick öffnen über meine eigenen Ängste einer Partnerschaft gegenüber. Und das ist, finde ich, dann auch nochmal ganz interessant und relevant, so ein Spiel durchzuführen. Ich glaube auch sehr oft, dass wir in den Karten Ängste wiedergespiegelt finden in diesen Positionen. Das sollte man also nicht total glauben, dass das die Karte, die da liegt, total dem entspricht, was im Partner tatsächlich vorgeht. Hey! So, ich hoffe, ich bin wieder hier. Habe die Werbepause genutzt. Sehr gut. Ich habe inzwischen noch mal kurz meine Meinung zum Beziehungsspiel gesagt. Ich glaube, die Leute haben jetzt nicht wirklich alles mitbekommen, was du über das Beziehungsspiel gesagt hast. Möchtest du noch Ich was habe sagen? diesen wunderschönen Gedanken noch im Kopf. Für mich ist es wichtig, dass wir da wirklich auf dem Pfad uns weiter bewegen, dass wir als wirklich ethisch korrekter Kartenleger bleiben, dass wir da schlussendlich der Klientin, den Klienten die Chance geben, sich selbst zu entscheiden, selbst die Meinung zu bilden, selbst die Entscheidung zu treffen und nicht wir durch irgendein eine subtil herbeigeführte Aussage. Und ich glaube, da genau bei diesen Legesystemen ist der Pfad, dass wir das zu überschreiten, sehr, sehr schmal. Und da sind wir wirklich gefordert, immer ethisch zu bleiben. Ja, und es ist natürlich wirklich auch schwierig, diese Ethik für einen selbst zu definieren. Der Ehrenkodex des Tarot e.V. lässt einigen Spielraum. Also er definiert nicht, was eine unethische Fragestellung ist. Wie gesagt, da würde ich euch gerne nochmal auf unseren Live-Chat verweisen, in dem wir über die Kunst der richtigen Fragestellung reden, den ihr hier auch auf Facebook findet. Da machen wir uns genau über diese Themen Gedanken. Ich denke aber, dass die Fragen zur Ethik sowieso sehr interessant sind und wir werden sie sicher noch einmal in irgendeiner Form darüber sprechen. Das werden wir sicher tun. Und ich denke aber, ansonsten haben wir das Wichtigste zu diesem Thema gesagt. Oder War möchtest du? nicht noch irgendwo in einem Buch was? Ja, aber ich wollte jetzt erst mal wissen, ob du noch was Nee, Wichtiges ich hab für mich heute mein Wort zum Freitag gesprochen. Genau. So, Hui und ich haben uns nicht nur durch das Lesen des Ehrenkodexes des Tarot e.V. auf diesen Chat hier vorbereitet. Wir haben uns auch noch mal über den Gründungsvater des Tarot e.V. uns Gedanken gemacht, der ja viele Bücher geschrieben hat. Ihr werdet ihn alle kennen, Hajo Banzhaf, der
Tarot-Experte, ich nehme an, mit den meisten deutschen verkauften Büchern, den erfolgreichsten Autor. Weltweit. Weltweit sogar. Ja, seine Bücher wurden ins Kyrillische übersetzt. Es gibt also russische Ausgaben von ihm. Es gibt natürlich englischsprachige Ausgaben. Und ich glaube, es gab sogar eine, die nach Japan ins Japanische übersetzt wurde. Ja, irre. Also ich habe jetzt nochmal seine Schlüsselworte zum Tarot. Oh, cool. Das ist ein, die Urausgabe, ne? Das ist eine uralte Ausgabe, in der Tat die unüberarbeitete Ausgabe, in der die unüberarbeitetsten Meinungen von Haiho nachzulesen sind. Und er hat hier eine sehr schöne FAQ-Seite. Und ich habe mir die mal durchgelesen. Da sind viele Fragen, die wir auch noch in unseren Live-Chats behandeln können. Wirklich ganz interessant. Aber er hat natürlich sich auch hier geäußert zu der Frage, kann man Karten für nicht anwesende Personen legen? Ja, was schreibt er denn da? Ja, da lese ich mir gleich mal vor. Dafür muss ich jetzt leider meine Lesebrille aufsetzen. Schick in grün, ne? Heute hat Kirsten die Farben von der Regierung aus Schleswig-Holstein, ne? Die ist ja eine Jamaika-Koalition. Stimmt, ne? Ich sehe aus wie Jamaika. Wunderbar. Ja. Genau mein Ding. Jetzt kommen die Kinder. Ja. Und ich habe ihnen nur ein Zeichen gegeben, wie sie zu laufen haben. Gott, ist das hier wuselig. Ich lese das jetzt vor. Ohne Karten, ne? Haben wir, glaube ich, Feierabend. Also, kann man Karten für nicht anwesende Personen legen? Ja. Man kann. Natürlich sollte der Fragesteller einen engen Bezug zu dieser Person und ein berechtigtes Interesse an der Frage haben. Das ist schon schwieriger, wenn ich mir das jetzt überlege mit meiner Frage nach der Sachbearbeiterin. Es ist allerdings beeinträchtigend, wenn die Beziehung zwischen dem Frager und der Person, um die es geht, erheblich gestört ist. Die Karten spiegeln dann oft die Wünsche des Fragers wider, aber nicht so sehr die tatsächliche Situation des anderen. Ich denke, Hajo hat hier sehr stark an Liebesbeziehungen gedacht. In jedem Fall sollte man sich mit dieser Form des Spiels vorsichtig vertraut machen, um nicht eines Morgens in einem selbstgebastelten, weltfremden Kartenhaus zu erwachen. Ja, das hat er sehr schön formuliert. Und ja, das hört sich wirklich an, wie wenn das eben die berühmten Themen sind, liebt er mich noch oder nicht mehr. Ganz genau. Ja, damit sind wir, glaube ich, für heute am Ende. Das war etwas wuselig, schade, ja. Spannendes Thema, aber das haben einige zugesehen. Wir lassen das natürlich hier auch wieder stehen. Ich sehe, trotz der etwaigen problematischen Thematik hat hier niemand eine Frage zum Thema gestellt. Ja, ihr könnt das natürlich weiterhin gerne tun in den Kommentaren. Schreibt einfach, was ihr denkt, meint zu dem Thema. Ist ja, ich finde, es lohnt sich wirklich darüber nachzudenken. Über eure eigene Ethik beim Kartenlegen lohnt es sich auch immer nachzudenken. Wann sind wir wieder online? Dienstag, oder? Genau. Nächsten Dienstag sind wir wieder, nein, das stimmt nicht. Nächsten Dienstag machen wir es nicht, weil ich einen anderen Termin habe. Oh. Wir sind diese Woche am Mittwoch unterwegs und am Freitag. Das Thema für Mittwoch steht noch nicht fest. Da machen wir uns noch Gedanken drüber und was Cooles wird uns einfallen. Am Freitag wissen wir das Thema schon, aber das verraten wir euch erst etwas später. Und jetzt wünschen wir euch erstmal einen wunderschönen Feierabend. Dein Start in ein Wochenende, das hoffentlich entspannter ist als die Wochenenden zuvor. Mir, danke, dass ihr dabei gewesen seid. Entschuldigt nochmal, dass ich heute einen technischen Cut hatte. Das war nicht geplant. Ich freue mich, dass es noch geklappt hat und dass ich nochmal mich einloggen konnte. Euch ein Start in ein Wochenende mit weniger Beschränkungen, was den Ausgang betrifft. Und ich wünsche euch never give up.